Don't you tell me that. Not what's going to happen. Would someone mind telling me what the fuck is going on? Now hold on, Rebecca. Don't worry. I tell you, if anyone can think to Annie where she came from, for all we know, she could be working with Carver. She already told us she was with a friend and then got lost. She was bit by a dog. Lauf, ich brauche einen Arzt. Lass mich gehen. Ich arbeite für niemanden. Out of her misery right there. Dog bite my ass. I'm not. Keep your finger off the trigger, boy. Whoa, whoa, what the fuck? You idiot! Every lurker for 5 miles probably heard that. You're the one telling me to fucking shoot her. Everybody, just calm down for a second. Clementine, you okay? I'm not working for anyone. Oh. I don't know what you're talking about. I just need help. We got a doctor right here, okay? He'll have a look. Now what the hell is wrong with you people? Okay, she's just scared. We're all scared, Luke. Don't act like we're the ones being irrational because we don't buy this bullshit story. No way she survived out here on her own. Why are we even arguing about this? Let me take a look. It's okay. Go ahead, he's a doctor. Damn, that must have hurt. Whatever it was, it got you good. This isn't how we do things, man. When you're bit, you get put down. End of story. I'm not going through this again. No one's suggesting that. We could take her arm off. Nein. I know that worked for a cousin down in Ainsworth. We could try that. It won't do any good. You'll just be making it worse for the girl. It's crazy. No one's going to volunteer to do that. Traurige Augen. Du willst sicher sein, richtig? Du hast dir das Sagen, richtig? Du hast recht. You want to be sure, right? You don't want to do something you're going to regret. I'm on your side, kid. No need for a guilt trip. Who's she? Sarah. What I say, stay inside. Helft mir und danach bin ich weg. Es wird noch schlimmer. Lasst mich gehen. I don't mean to be any trouble. I just want to stop the bleeding and then I'll go. You'll never see me again. I promise. And where exactly would you go? Ich kann auf mich selbst aufpassen. Meine Freundin ist da draußen, irgendwo anders. I can take care of myself. Clearly. Look, I may be in the minority here, but my gut tells me she's telling the truth. It probably is just a dog bite. Probably. So, what do you think? Was it a lurker? A bite like that? Could be anything. Only one way to find out. How? We wait. What? By tomorrow morning, if the fever set in, we'll know if she's gonna turn. In the meantime, we can lock her in the shed. What about my arm? It needs to get cleaned and stitched and bandaged. The girl is in bad shape, Carlos. But we have all that stuff inside the cabin. We could probably get by with it. Alvin, please. But yeah, we can't do nothing. I'm not wasting supplies on a lurker bite. If it turns out you're telling the truth, I'll clean it and stitch it up for you in the morning. But... I'm sorry. It's the best we're gonna get. Finger off the trigger, son. I ain't your son. Don't be like that, man. It's all right. Boy's got his mom's temper. Come on. This is just a waste of time, you'll see. And when she turns, I ain't gonna be the one cleaning up the shit. Es war ein Hund, ihr werdet sehen. Wie wäre es, wenn ihr mich gehen lasst? Mein Arm tut wirklich weh. It was a dog. You'll see. I guess we'll find out in the morning. If I last that long, maybe you could go look for it? I wish I could. I really do, but it's too risky. Sorry.
Oh, so eine Scheiße. Fucking dumb. Because it's safer this way, and I'd rather be sure. Yeah. Oh, Clementines Wunde muss unbedingt versorgt werden. You're gonna be fine. You're gonna be fine. Ich meine, sie ist sicher hier in diesem Raum, aber anscheinend will sie auch wieder raus. Auf jeden Fall schauen wir uns hier mal um. Ich wende übrigens hier nebenbei mal ein, dass ich diesen Part gerade nachsynchronisiere, auch wenn man es vielleicht nicht gemerkt hätte. Aber ich weiß nicht, was im Moment los ist. Betrachte den Ring. Ja, die Audiospur hat einfach aufgehört aufzunehmen. Das ist mir letztens schon mal passiert und ich weiß auch nicht, was im Moment los ist, dass das von alleine einfach aufhört. Aber egal. Das ist natürlich super, dass sie schon mal was gefunden hat, weil ich meine, Nähzeug ist jetzt auch nicht gerade schnell zu finden in so einer Gegend. Dass sie dann schon mal überhaupt was hat, obwohl eine Angelschnur wahrscheinlich nicht gerade das ist, was man gerne hätte für seine Wunde. Aber besser als gar nichts. Was haben wir hier? Schraubstock. Das erinnert mich irgendwie dunkel gerade an diese Farm von damals. Oh, sie kommt da natürlich nicht ran. Nee, sie kommt da nicht ran. Können wir irgendwas nehmen, damit sie sich darauf stellen kann? Das Fass vielleicht? Nee. War irgendwas, damit sie da oben raufkommt? Ah, hier, ein Tisch. Da kann sie doch dann bestimmt raufklettern. So. Jawohl. So, dann nimm ihn dir. Ah, scheiße. Au, 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 au. Und das noch auf ihren verletzten Arm. Das ist natürlich richtig scheiße. Juhu. Ja, dann heb das mal hoch. Ein Hammer, das ist ja schon mal gut. Dann hat sie ja schon mal eine Waffe, immerhin. Vorher hatten wir gar keine. Was ist hier noch? Achso, das Brett können wir jetzt abnehmen. So, anscheinend will sie raus, dann gehen wir raus. Wie gesagt, obwohl sie da drinnen wahrscheinlich sicher wäre, aber sie braucht unbedingt, ja, Desinfektionszeug und Verbandszeug, weil so könnte sie die Nacht halt eventuell auch nicht überleben. Also schauen wir mal, was hier draußen los ist. Wir haben einen Doktor. Er muss etwas für Stitches haben. Ja, dann machen wir uns mal ganz heimlich auf den Weg. Hinten sind schon wieder Walker. Finde einen Weg in das Haus und besorge dir eine Nadel, Desinfektionsmittel und Verbandszeug. Ja, okay. Schleichen wir mal um das Haus herum und gucken, ob wir da irgendwie einen Eingang finden. Fenster, Tür. Ist die Tür offen? Nee, also noch ein bisschen weiter gucken. Ach, shit. Ja, sie braucht dringend Medizin eigentlich auch. Eigentlich bräuchte sie halt auch Antibiotikum, aber als erstes muss die Wunde mal zugemacht werden. Das ist ja eine total offene Wunde. Ja, da oben hochziehen, das wird sie, glaube ich, mit ihrem Arm eh nicht schaffen. Da unten, da ist aber irgendwie so eine Klappe oder so. Ein Holz... Holztür, Holzregal, was auch immer. Können wir das irgendwie wegmachen? Mit unserem Hammer? Können wir die Nägel bestimmt rausziehen?
Ja, dann aber hopp hopp, bevor die Dinger hinter uns her sind und uns verspeisen. Lieber durch das Loch da. Am besten machst du gleich die Klappe hinter dir wieder zu. Aber nö, macht sie natürlich nicht. Nee. Oh Gott. House meeting in 5 minutes. That's it. It won't take long. There's a few things we need to discuss. Oh oh. Die dürfen uns aber nicht bemerken jetzt. Jetzt müssen wir es aber heimlich aufmachen. Mit dem Arm geht das natürlich nicht. Da brauchen wir ein Werkzeug wieder für. Vielleicht einen Hammer? Nö, sie nimmt das Messer. Oh Gott. Nicht, dass uns jemand bemerkt. Shit, jetzt ist auch noch die Klinge abgebrochen von unserem guten Messer, was wir gerade erst neu hatten. Das hat's nicht ausgehalten. Hm. He made my decision. Well, Luke has more to say, I guess. Where's Sarah? She's got her book. She doesn't need to be a part of this. Mhm. Okay, dann mach mal die Tür auf, wenn das geht. Oh oh. Ganz leise sein, Clementine. Schau dich vorsichtig um. Hier in diesem Raum. Kannst du da vielleicht mal lauschen? Ja, ich weiß nicht an der Stelle, was es da zu tun gilt. Aber ich kann ja auch noch es nochmal versuchen. Geht nicht. Ja, auf jeden Fall sind die Leute da irgendwie alle drinne. Und ich könnte irgendwie lauschen, wenn ich den Dreh rauskriegen würde, was ich da machen soll. Aber ich kapier's nicht. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Ich drück da alle möglichen Knöpfe und versuche das zu kapieren, ob ich irgendwie dieses zulaufende Symbol zum Ohr im richtigen Moment schnappen soll oder was passiert, wenn ich mehrere Male einfach die Taste drücke oder ob ich da mit dem Finger in die Mitte drücken soll. Also irgendwie, nee, irgendwie klappt's nicht, obwohl es mich ärgert, weil ich schon gerne gewusst hätte, was die da besprechen. Und irgendwie, ja, weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob sie da noch näher auch eigentlich ran soll mit dem Ohr, weil sie ist ja schon dran an der Tür. Aber ich krieg's einfach nicht hin. Wahrscheinlich regen die sich alle gerade darüber auf, dass Clementine erschienen ist. Und was jetzt mit ihr gemacht wird. Und ob es wirklich ein Biss vom Hund war oder nicht. Aber wir werden es wohl leider nicht erfahren können, weil ich den Dreh nicht rausbekommen habe. Ich kleines Dummerchen. Naja, jedenfalls kann man sich ja auch noch mehr umschauen. Man muss ja nicht nur an der Tür bleiben. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel durch diese Tür zu gehen. Ganz leise und vorsichtig. Und vor allem muss man ja aufpassen, weil wir ja wissen, dass diese Sarah ihr Buch liest. Also vielleicht ist die ja auch noch irgendwie hier in den anderen Zimmern und sie kommt da überall immer einfach reingeschneit. Auch wenn sie es leise macht, aber das kann man ja schnell bemerken. Was ist denn hier in dem Raum? Ist hier irgendwas zu finden? Hier hört man die Stimme auf jeden Fall gut. Ein Bild. Doc. Ja. Bei einem Entenbild denkt sie an Doug, unseren kleinen Jungen, der im ersten Teil leider gestorben ist, was sehr traurig war. Und es ist irgendwie süß, dass sie bei einer Ente an Doug denkt. Weil Doug halt Ente heißt, ist klar, ne? Aber ist irgendwie süß. Obwohl unser Doug halt anders geschrieben wurde, aber trotzdem süß. Und traurig. Der war echt lustig. So, ich versuche das hier nochmal an der Tür. Verzweifelt.
Und ich werde auch auf jeden Fall mich nochmal schlau machen, was ich da hätte machen sollen. Irgendwie muss es ja was mit diesem Finger auf sich haben. Also was ich nicht ausprobiert hatte, war einfach mal länger gedrückt halten. Vielleicht hätte ich das auch nochmal ausprobieren sollen. Das habe ich nicht gemacht. Naja, jetzt ist es spät. Dann gehen wir doch einfach mal nach rechts lang. Wir sind noch nicht nach rechts gegangen. Es ist ja sowieso unwichtiger, als dass sie endlich mal medizinische Sachen findet. Da geht's um ihr Überleben. Eine Nacht draußen in diesem kalten Schuppen. Ohne Essen, Trinken und Verbandszeug, Desinfektionszeug und überhaupt, ich weiß nicht. Die ist ja schon ohnmächtig geworden. So, jetzt aber ganz leise hier oben auf dem Gang. Da ist eine Schlafzimmertür. Gehen wir doch mal durch die, in der Hoffnung, dass das nicht Sarahs Zimmer ist. So, was haben wir denn hier? Schreibtischschublade. Oh, eine Uhr, die ich eigentlich nicht mitnehmen möchte. Aber sie will sie mitnehmen und packt sie einfach ein. Ich frage mich, ob wir dafür später... Oh, was haben wir denn gefunden? So ein altes Verbandszeug, Kram, na immerhin. Du benötigst eine Nadel und Desinfektionsmittel. Ja, ich hoffe, dass wir später nicht einen auf den Deckel kriegen dafür, dass sie die Uhr eingepackt hat. Einfach so, weil wenn jemand die bei ihr findet, dann ist sie halt schnell ein Dieb, ne? Ich frage mich auch, ob wenn sie es schaffen sollte hier, sich selber zu verarzten, ob sie dann wieder in den Schuppen geht oder ob sie abhaut. Ich weiß es nicht. Hier spielen die Leute Gesellschaftsspiele. Ist wahrscheinlich auch ein merkwürdiger Anblick für Clementine. So einer Welt heutzutage. So, dann gehen wir mal ganz leise rüber in das andere Zimmer. Die Treppe hatte ja vorhin schon genug geknatscht, als sie hochging. Dass sie noch nicht bemerkt wurde, ist Glück. Das Badezimmer ist schon mal gut. Denn hier gibt's bestimmt da hinterm Spiegelschrank irgendwas Brauchbares. Ist doch meistens in solchen Schränken. Na, ist da irgendwas? Was ist das da? It's clean. Ah. Sehr gut. Eine Nadel. Wie gesagt, nicht selbstverständlich. Ja, auf jeden Fall. Aber immerhin schon mal eine Nadel gefunden und eine Dusche. Ein gutes Versteck. Falls jemand kommen sollte. Und ein Wäscheschrank. Auch leer. Könnte man auch rein. Pflanze. Nichts Brauchbares. Dann gehen wir mal raus. Oh, oh, scheiße, da kommt jemand. Schnell verstecken, schnell, schnell, schnell. Schnell. Damn it. Just need to have this baby. Oh Gott. Let it be okay. Let it be his. Oh Gott sei Dank, sie geht raus und Clementine wurde nicht entdeckt. Sehr gut. Ich glaube, wären wir in den Schrank gegangen, dann hätte sie uns ja vielleicht auch im Spiegel gesehen. Das wäre ja sehr blöd gelaufen, aber naja, nochmal gut gegangen. Ich glaube, dann haben wir hier auch alles, aber dann müssen wir echt vorsichtig wieder rausgehen. Aber ich verabschiede mich und wir sehen uns im nächsten Part von The Walking Dead.